Hallo, lieber. Hallo, lieber Zuschauer, hier ist die Sarah. Sarah, hier ist der Mensch. Hier bin ich. So. Das war jetzt unwichtig. Warum hast du Milch gebracht? Weil ich das Produkt, das wir heute testen, also ich kann es ohne Milch essen, aber es schmeckt besser mit Milch. Und wir reden über die. Was? Jeder hat Oreos probiert. Wir haben die normalen. Ja. Und die weißen. Jawohl. Wir wollen, ich habe die schon mal probiert, aber. Wir machen Vergleich oder so. Ja, wir probieren sie einfach trotzdem. Okay, Oreo. Okay, wir fangen mit denen an. Klassisch und Oreo, wie heißt der? Golden. Golden. Oh, okay, wir fangen mit den Golden an. Ja, wow. Oh, das finde ich auch toll. Moment mal bitte ein bisschen am Design. Ich finde das toll. Das weil ist schon immer so gewesen. Ja, aber ich finde das tatsächlich gut. Also nicht wie den hier. Wenn du die Packung aufmachst, dann hast du die ganze Packung auf. Aber hier, da hast du separat, ja. Jeder, da hast du dir vier Stück, jeder kleine Packung hat vier Stück. Das finde ich schon mal positiv, ja. Ja. Die gibt es aber auch mit vier Stück drin. Ja? Aber wir haben jetzt gerade die gekauft, okay. Weil die waren im Angebot. Okay, alles klar. Dann. Okay. Nein, will ich nicht. Nein. Und zwar, ich esse so Oreo. Mhm. Ich mag die Creme am liebsten. Mhm. Die Creme ist das Beste. Mhm. Ah, ist die weiße Creme genau wie beim Schwarz? Mhm. Echt? Nur der Käse ist anders. Echt? Ja. Okay, das wusste ich wirklich nicht. Probier mal mit Milch. Ja, mit Milch ist besser, tatsächlich, ja. Mit Milch schmeckt es viel besser. Stimmt. Hast du recht? Ich habe immer recht. Recht? Ja. Das wusste ich nicht. Aber ich. Dann machen wir auf hier, oder? Der Original. Darf ich noch ein Foto drauf? Mach mal her, Original auf, oder? Mhm. Sehr lecker, ja. So, Oreo Original. Natürlich. Ja. Kleiner Männchen, ich hab was. Ich hol was. Probier schon mal. Das sind immer noch die besten. Wir werden am besten in Milch. Schmeckt immer noch am besten mit. Die Original schmeckt am besten. Ja? Die Original schmeckt am besten. Hier bin ich. Die Original schmeckt, finde ich, meiner Meinung nach am besten. Das ist der Original Oreo, ja? Ich zeige euch eine Sache. Das ist dann natürlich mit Vanille, ja? Und ich weiß einfach so. Ja? Und dann wusste ich das. Und dann kommt wieder zurück. Das ist normal. Ich weiß nochmal. Moment. Und dann puste ich das einfach. Ich muss da rausten. So, lieber Leute. Lieber Zuschauer. Soll ich es denn verraten? Nein, so, das ist toll, oder? Identisch, zeig mal. Aber das, darf ich es verraten? Nein. Guck mal, man sieht einen. Nein! Nur einen Unterschied. Nur einen Unterschied, das ist. Da steht Oreo und da steht Obio. Genau, und der Obio ist magisch.
magisch, magisch. Du bist so magisch. Mm. Oh, mehr Creme drin als das Weiße. Viel mehr Creme, ja. Es kann auch einfach sein, dass deine Creme von dem da oben auch gerannt hat. Kann auch sein. Tschüss, Oreo. So, liebe Zuschauer. Oreo ist sehr lecker immer. Aber im Vergleich natürlich. Ich bleib immer beim Original, tatsächlich. Ich schmecke auch am besten mit Milch. Ja. Hast du Probleme mit Milch? Ja, gut. Also es reicht heute mit Süßzeug. Danke, liebe Zuschauer. Ich hab euch lieb. Ja, so, und dann... Das wollte ich euch noch erzählen. Ja. Das hat was mit Oreos zu tun. Ich habe mal mir so Mini-Oreos gekauft und da draußen habe ich so einen Turm gebaut. Soll ich es denn zeigen, das Bild? Das Bild? Mit Oreo? Ja. Warte, ich zeig's euch. Zeig das Bild, schnell, schnell. Entschuldigung, hier. Ja. Das habe ich selber gemacht. Oh, tatsächlich. Das war sehr lecker. Ja. Judy, dann, liebe Zuschauer, danke, dass ihr das Video zugeschaut habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. So, peace and love. Bye, bye. Tschüss.